Im Juli 2002 endete Dragon Ball Z auf RTL 2 und damit auch im deutschen Fernsehprogramm. Als eine Show, die für RTL 2 komplett neue Maßstäbe in Sachen Einschaltquoten gesetzt hat, war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis auch die Nachfolgeshow Dragon Ball GT bei uns anläuft. In Japan verging zwischen den beiden doch auch nur eine Woche. Nach der Ausstrahlung der 290. Folge Auf ein Neues war abzusehen, dass es für uns erstmal nichts Neues zu sehen geben wird. Das sollte aber selbstverständlich sein. Die Lokalisierung von Dragon Ball Z lief auch alles andere als perfekt. Dieses Mal wollen sie bestimmt erst sicher gehen, dass alles gut und fertig ist, bevor es ausgestrahlt wird. Als Nachfolger des bis zum Zeitpunkt erfolgreichsten Anime in ganz Deutschland bekam Dragon Ball GT auch ohne Sendeplatz selbstverständlich jede Menge Aufmerksamkeit in den verschiedenen Magazinen. Wer was von Dragon Ball GT erzählen kann, der wird auch Zeitschriften verkaufen. Wie hier zum Beispiel. Ich für meinen Teil bekam Informationen aber nicht aus irgendeiner x-beliebigen Mega-Hero oder dergleichen. Nein. Ich für meinen Teil setze zu 100% auf das offizielle Dragon Ball GT Magazin, welches insgesamt 9 Ausgaben umfasste und bereits 2 Wochen nach dem Ende von Dragon Ball Z in den Zeitschriftensektionen vorzufinden war. Diese Zeitschriften waren wie Gottesworte in Anime-Form. Hier stand alles, was es zu GT zu wissen gibt. Um zu zeigen, wie ernst sie es meinen, wurde die Zeitschrift nicht von links nach rechts gelesen, wie welche bei uns, sondern wie ein Manga von rechts nach links. Wenn du dir die Informationen aneignen willst, solltest du auch wirklich bereit sein, Opfer dafür einzugehen. Es war kein Spaß mehr an der Stelle. Es geht um Dragon Ball GT. Hier drin steht einfach alles. Von Biografien, sämtliche Charaktere, über kleine Zeichenkurse, bis hin zu einem sich über die Ausgaben verteilten Comic, der Son Goku Juniors Geschichte aus dem GT-Film nacherzählt. Durch diese riesige Begeisterung, welche die Autoren zu der Show hatten, war es leicht zu denken, dass Dragon Ball GT eine große Sache wird, die das Dragon Ball-Universum größer und reicher an interessanten neuen Charakteren machen wird. Mit dieser Zeitschrift konnte ich jetzt nicht erwarten, Dragon Ball GT endlich mal selbst sehen zu können. Bereits Ende des Jahres 2002 waren die Fans unsicher, wann der Dragon Ball GT seinen Weg zu uns finden wird. Mit unsicher meine ich, dass sie wütend und enttäuscht waren. Der Anime war zu dem Zeitpunkt schon 5 Jahre alt und Dragon Ball Z ein Phänomen, welches eine ganze Generation für sich gewonnen hat. In der sogenannten Dragon Ball Fan-Ecke der Kids und Zeitschriften der Zeit spiegelt sich das gut wider. Ich kann einfach nicht verstehen, warum RTL 2 Dragon Ball GT so verzögert. Damit verärgert man doch nur die Fans. Viele Goku-Anhänger warten inzwischen höchst ungeduldig auf DBGT wie du. Doch von RTL 2 ist immer noch kein Starttermin für das Anime zu erfahren. Oder den Anime. Im Mai 2003 ließ RTL 2 verlauten, dass Dragon Ball GT noch diesen Herbst starten soll. Die Ernüchterung machte sich wie schon so oft kurze Zeit später wieder breit. Als nach wie vor kein Datum genannt wurde. Um die Wartezeit zu verkürzen, gab es zwischenzeitlich aber 2 bezogene Releases. Dragon Ball Final Bout, ein Dragon Ball Fighter mit GT. Ich hab's falsch rumgehalten. Dragon Ball Final Bout, ein Dragon Ball Fighter mit GT-Charakteren, welcher am 4.10.2002 released wurde. Und natürlich Dragon Ball GT The Movie, Son Goku Jr. am 27. Oktober 2003. Wir schwammen quasi in Dragon Ball GT. Wir hatten 2 Releases. Wir schwammen nicht wirklich darin. Und die Show fehlt nach wie vor. Dragon Ball GT, The Movie, folgt dann dem kleinen Abenteuer von Son Goku Jr., dem Enkel von Pan, welcher genau wie Son Goku aussieht und alles andere als ein Kämpfer ist. Achtet hierbei bitte auf die Worte Enkel und von Pan. Pan war lediglich in dem Epilog von Dragon Ball Z als kleines Kind zu sehen. Dieser Film spielt so weit in der Zukunft, dass es für die Zuschauer nicht mal wirklich nachvollziehbar war, im Kontext dessen, was wir zu dem Zeitpunkt von Dragon Ball Z wussten. Auf jeden Fall ein sehr seltsamer Release in Anbetracht der Tatsache, dass der Film nach dem Ende von GT spielt und bei uns vor dessen erster Folge released wurde. Es war sehr verwirrend. Dragon Ball Final Bout habe ich damals sogar gespielt. Es war verwirrend. Ich war zu dem Zeitpunkt zwar mit Dragon Ball Z vertraut, aber die Charaktere aus diesem Spiel waren mir alle ein Rätsel. Warum kann Kid Goku zu einem Super Saiyajin werden? Warum ist er ein goldener Wehraffe? Ich habe letztendlich immer mit Freezer gespielt, den kannte ich wenigstens. Das spiegelt ziemlich gut die seltsame Situation, in der sich deutsche Dragon Ball Fans damals befanden, wider. Die Serie und die damit verbundenen Produkte wie Videospiele waren in Japan längst fertiggestellt. Final Bout war zu seinem Release bei uns bereits ein 5 Jahre altes Spiel. Der Inhalt war für uns dennoch gänzlich neu und fremd. Wir kannten sämtliche Charaktere, ihre Verwandlungen und Signaturangriffe aus GT.
aber wir kannten nichts aus der Story. Wir wussten aus Zeitschriften, welcher Bösewicht wann auftaucht und was machen wird, aber wir haben nie auch nur eine einzige Folge gesehen. Wir wussten, dass Dragon Ball GT da draußen war. Es war zum Greifen nah, aber gleichzeitig auch unendlich weit entfernt. Final Bout hat vermutlich überhaupt erst seinen Weg zu uns gefunden, weil Dragon Ball Z ein so großer Erfolg war und dieses Spiel ein leichter Weg, um davon noch mehr zu profitieren. Ich bezweifle, dass es irgendjemand interessiert hat, ob die Fans den Inhalt des Spiels überhaupt verstehen. Es war ein 5 Jahre altes Dragon Ball Spiel. Bis dahin sollte die Übersetzung noch soweit fertig sein. Oder nicht? Nicht direkt. Nein. Diese beiden Releases waren für die nächsten Jahre alles, was wir in Sachen Dragon Ball GT lokalisiert bekamen. Ich habe mir bisher nie vor Augen gehalten, wie groß diese Zeitspanne wirklich war. Ich hatte zu der Zeit damals schlicht und ergreifend das Interesse an Dragon Ball verloren, bis irgendwann mal die lang ersehnte Fortsetzung im Fernsehen lief, aber soweit sind wir noch nicht. Die Wartezeit für die Fans aus Deutschland war enorm. Als Dragon Ball Z am 4. Oktober 2003 dann wieder im Fernsehen lief, stiegen die Hoffnungen, ob im Anschluss an die Wiederholung dann vielleicht auch endlich das berüchtigte Dragon Ball GT startet. Darüber war jedoch immer noch nichts Neues zu erfahren. Die erste Folge kam 3 Jahre später, am 30. Oktober 2006. Wie konnte das passieren, nachdem RTL 2 bereits 3 Jahre zuvor meinte, dass es demnächst ausgestrahlt werden soll? Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass sie damit einfach nur den Film meinten, welcher ziemlich genau in dem Zeitraum herauskam, aber komm schon. In Forenbeiträgen aus der Zeit lässt sich noch größere Enttäuschung und Skepsis bezüglich des RTL 2 Releases nachlesen. In den Zeitschriften gibt es schließlich noch einen gewissen Filter, was die Kritik und Wortwahl angeht. Weniger im Internet. Dragon Ball GT? Dragon Ball GT? Dragon Ball GT? Warum haben die von RTL 2 ein Problem mit DBGT? Keinen Sendeplatz? Ausrede! Jedes Land ist bestimmt schon 2 bis 3 Mal mit DBGT durch. Und bei uns? Fans fühlten sich ein Jahr nach dem Ende von Dragon Ball Z, als immer noch kein GT in Sicht war, mehr als nur im Stich gelassen. RTL 2 antwortete auch nie wirklich auf Mails mit Fragen diesbezüglich. Sie gaben den fragenden Fans eine Standardantwort, ein FAQ und einen Sendeplan mit anderen Shows. Doch gerade als die Frustration am größten zu sein schien, tat sich ein kleiner Hoffnungsschimmer auf. Ein Gerücht, dass die Senderrechte an Dragon Ball GT von MTV 2 aufgekauft werden. Einem Sender, welcher in der Anime-Community ziemlich beliebt war, weil sie ihre Anime nach 20 Uhr und Uncut ausstrahlten. RTL 2 dagegen nahm einige Änderungen vor, um es für den Nachmittagsmarkt gerecht anbieten zu können. GT auf MTV 2 wäre also die absolut beste Sache, die uns hätte passieren können. Das würde auch erklären, warum es seit inzwischen einem Jahr nicht auf RTL 2 zu sehen war. Richtig? Nein. Nicht so ganz. So schnell sich dieses Gerücht auch auftat, verschwand es auch wieder. Ich konnte leider auch keine Quelle zu der ganzen Thematik finden, die über einen Forumbeitrag hinausgeht, aber wer weiß, wie es hätte laufen können, wenn sich die MTV2-Sache bewahrheitet hätte. Stattdessen hieß es wieder mal warten. In der August-Ausgabe der Kidzone lässt sich eine interessante Frage wiederfinden, welche unseren Weg in die nächsten Segmente ebnen wird. Warum zögert RTL 2 eigentlich immer noch mit der Ausstrahlung von Dragon Ball GT? Bisher hat RTL 2 keine genauen Gründe für den permanenten Aufschub der GT-Staffel genannt. Wir vermuten aber, dass einige der Kämpfe in den einzelnen Folgen ziemlich hart sind und der Sender darum Proteste von Jugendschützern fürchtet. Sobald wir mehr erfahren, berichten wir natürlich. Moment, das war bei Dragon Ball Z damals doch auch kein Problem. Was genau ist der Unterschied? Der Unterschied ereignete sich am 26. April 2002 in Erfurt. An diesem Tag kam es zu einem Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium, bei dem insgesamt 17 Leute ihr Leben verloren, einschließlich des Täters. Die Politik reagierte darauf, wie sie es gerne tut, wenn etwas derartiges passiert: Sündenbock suchen. In diesem Fall ist es keine Kombination aus geistiger Krankheit oder dem Schulsystem, welches Schülern, die der Schule verwiesen wurden oder ihr Abitur nicht bestanden haben, trotz Besuch eines Gymnasiums ohne Schulabschluss und damit ohne berufliche Zukunft dastehen lässt. Es waren natürlich Videospiele und andere gewaltvolle Medien wie Anime-Serien. Die Täter hinter dem Columbine High School Massacre von 1990 in den USA haben doch auch First-Person-Shooter gespielt. Es muss einfach zusammenhängen. Es ist ein sehr kontroverses Thema und ich werde nicht noch weiter meine Meinung dazu äußern. Ich habe mich nur wirklich nicht mit dem Gedanken anfreundet, dass Medien an derartigen Taten schuld sein sollen.
Als Folge wurden das Jugendschutz- und Waffengesetz überarbeitet. Die Änderungen an dem Jugendschutzgesetz wurden im Juli 2002 beschlossen und traten im April 2003 in Kraft. Dragon Ball Z endete am 19. Juli 2002, 4 Tage bevor die neue Regelung beschlossen wurde. Und GT ließ daraufhin für Jahre auf sich warten. Ist es nicht ein unglaublich verdächtiger Zufall? Ich könnte schwören, dass diese beiden Daten mit der GT-Aufschiebung zu tun haben. RTL 2 hat Anime bereits zuvor zensiert, aber mit dieser neuen Regelung wird es wohl schwer für Dragon Ball GT einen Platz im Nachmittagsprogramm zu finden. Ich sollte an der Stelle wohl anmerken, dass es meines Wissens nach nie offiziell bestätigt wurde, dass GT wegen den Änderungen am Jugendschutzgesetz nicht ausgestrahlt wurde. Das Timing der Gesetzänderung und dem gänzlichen Mangel an Dragon Ball GT ist fast schon zu verdächtig, um nur ein Zufall zu sein. So zogen die Jahre wieder weiter ins Land. Von Dragon Ball GT war nach all diesen Ereignissen keine Spur mehr zu sehen. Die meisten Leute hatten es an dem Punkt entweder wieder vergessen oder im wesentlich schneller gewordenen Internet nachgeschaut. Es sollte noch 3 Jahre dauern, bis wir wieder von GT hören. Wer sich zu der Zeit etwas genau umgehört hat, konnte bereits die ersten Warnzeichen der GT-Ausstrahlung wahrnehmen. So beginnt ein großartiges Abenteuer, das unsere Lieblingsheldin in insgesamt 64 Episoden quer durch das gesamte Universum führt und massenweise Megafights mit sich bringt. Leider ist zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bekannt, wie viele GT-Folgen RTL 2 am Ende wirklich im Nachmittagsprogramm zeigen kann. Denn eventuell müssen verschiedene Episoden aufgrund der enthaltenen heftigen Kämpfe den Jugendschützern zum Opfer fallen. Als Dragon Ball GT dann am 30. Oktober 2006 auf RTL 2 ausgestrahlt wurde, war die Vorfreude zunächst groß. Ich hatte in dem Punkt schon lange keinen Gedanken mehr an Dragon Ball GT verloren, weil ich die Show durch die Dragon Ball GT Zeitschrift sowieso schon quasi kannte und es so oder so nicht wirklich früher ausgestrahlt werden würde. Wofür also noch die Mühe? Ich habe zu der Zeit lieber mit Yu-Gi-Oh! Karten gespielt. Als es dann um 16.10 Uhr startete, war die Vorfreude dennoch riesig. Dieses legendäre GT, von dem ich bereits so viel gehört habe, war also endlich hier. Das kann einfach nur super werden. Allein das Intro war perfekt. Wir werden bei dir sein, auf der Suche nach den Dragon Balls. Ach ja, Son Goku ist ja ein Kind und geht mit Trunks und Pan auf eine Reise, die Blackstar Dragon Balls zu finden. Bestimmt lassen die Kämpfe nicht lange auf sich warten. Dachte ich. Ich habe nach den ersten 10 Folgen aufgehört, Dragon Ball GT zu schauen. GT als Nachfolger von Dragon Ball Z hatte Probleme. Große Probleme. Es wollte wie Dragon Ball in seinen Anfangszeiten sein, kaum Kämpfe, aber viele verrückte Abenteuer von Kid Goku. Es war stattdessen aber langweilig, Pan anstrengend und es hat auch in diesem Universum nicht wirklich Sinn ergeben, warum sie nicht einfach gegen Bösewichte kämpfen. Trunks war in dieser Timeline natürlich nie der große Kämpfer, der sein Vater wurde. Aber auch er sollte trotzdem keine Probleme damit haben, mit sämtlichen Fußsoldaten fertig zu werden. Warum verstecken sie sich ständig? Son Goku versucht es gar nicht erst. Generell scheint die Wahl des Casts sehr fragwürdig zu sein. Wenn man bedenkt, dass es um die Zerstörung der Erde geht und Vegeta wohl einfach nur auf der Erde herumhängt und trainiert oder was auch immer. Warum sollte er auch daran interessiert sein, die Erde zu retten? Ist ja nur sein Heimatplanet, auf dem er aktuell der Stärkste ist. Ich will noch nicht allzu viel auf den Plot eingehen, aber das waren meine Probleme mit der Show. Probleme, die dafür sorgten, dass ich sehr schnell das Interesse verlor. Was für mich als Dragon Ball Fan wohl die beste Sache war, die mir jemals hätte passieren können. Denn die schlimmsten Befürchtungen hatten sich bewahrheitet. Dragon Ball GT war zensiert. Es war sehr stark zensiert. Ich habe noch nie eine Serie miterlebt, die dermaßen stark zensiert wurde. Es fehlten unzählige Stellen in Kämpfen, bizarrerweise sogar Stellen, in denen jemand einfach nur etwas zu böse schaut. Ich weiß nicht, es ergibt für mich keinen Sinn. Und, was ich erst Jahre später mitbekommen sollte, ganze Folgen. Und zwar nicht nur eine oder zwei, sondern 13. 13 von 64 Folgen wurden nie auf Deutsch ausgestrahlt. Stell dich mal vor, ihr hättet für Jahre als Fan darauf gewartet und dann bekommt ihr das. Eine Serie, der fast 25% der Folgen fehlen. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Ein so starker Schlag ins Gesicht, dass sie ihn auf RTL 2 nicht zeigen würden. Die erste ausgelassene Folge ist Nummer 29, in welcher sich Goku bereits mitten im Kampf gegen Baby befindet. Je weiter die Serie an diesem Punkt voranschreitet, desto mehr Folgen werden fehlen. Im Kampf gegen Baby sind es insgesamt 2. Immerhin haben sie sich auch noch dazu entschieden, die Folgen, in denen der Kampf beendet wird, bestehen zu lassen.
Gänzlich anders ist es dagegen bei Super C17. Wir bekamen die 5 Folgen Vorbereitung und die beiden Folgen, in denen Goku tatsächlich gegen den fusionierten C17 kämpft und gewinnt. Ließen wir aus. Das bedeutet, an einem Tag endet die Folge damit, dass Goku Super C17 gegenübersteht und sie bereit sind, den Kampf ein für alle Mal zu klären. Und am nächsten Tag beginnt sie mit irgendeinem bösen Shenlong, für den es keinerlei Erklärung gibt. Aber jetzt gibt's böse Drachen. Das ist jetzt der Plot. Die nächsten 6 Folgen wurden also normal ausgestrahlt. Dann beginnt der Kampf gegen Omega Shenlong richtig und es fehlen Folge 54 bis 57. Das sind 4 Folgen, die einfach ausgelassen wurden. Als nächstes geht es weiter mit Folge 58, für welche jeglicher Kontext fehlt. Den ersten und einzigen Auftritt von Super Saiyan 4 Vegeta in der Folge danach bekamen wir nie zu sehen. Genauso wie die Fusion der beiden oder alles, was danach kommt. Nach dieser random ausgestrahlten Folge 58 kam direkt Folge 64. Die letzte Folge von Dragon Ball GT. Es hat einfach alles gefehlt. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie man sich als Fan mit dieser Ausstrahlung fühlte. Ich bekam das Ganze glücklicherweise erst Jahre später mit, als ich Dragon Ball GT eine zweite Chance geben wollte. Die schiere Inkompetenz, welche zu einer derartigen Ausstrahlung geführt hat, erstaunt mich immer stärker, je mehr ich darüber nachdenke. Und das auch noch bei einer Serie, die im besten Falle eher durchwachsen von der Fan-Community aufgenommen wurde. Oder Fanbase. Wie hätte das Ganze also verhindert werden können? Indem RTL 2 nicht aus irgendwelchen Gründen darauf gepocht hätte, Dragon Ball GT im Nachmittagsprogramm unterbringen zu müssen, sondern irgendwann abends. Dann wäre das alles absolut kein Problem gewesen. Nicht mal Dragon Ball Z lief seinerzeit nachmittags. Aber RTL 2 wollte jeden potenziellen Zuschauer erreichen und hat damit ein Endprodukt erschaffen, welches jeder sehen, aber niemand wirklich mögen wird. Wie sich mit dem DVD-Release im Jahr 2012 zeigte, wurden die fehlenden Folgen gar nicht erst gedubbt. Diese Folgen befinden sich in der japanischen Originalsprache auf den DVDs. Es wurde also bereits sehr früh beschlossen, sie gar nicht erst auszustrahlen. Damit ist auch der 7 Jahre später erschienene DVD-Release fürchterlich und unvollständig. Und wisst ihr, was das bedeutet? Dragon Ball GT auf Deutsch ist ein komplettes Desaster und wird es vermutlich auch für immer bleiben. Es gibt keine späteren Releases, in denen die fehlenden Folgen nachgeholt wurden oder dergleichen. Sie existieren schlicht und ergreifend nicht auf Deutsch. Wir befinden uns in der finstersten Timeline für alle 4 GT-Fans unter euch. Tut mir leid. Genau das ist es, was die GT-Situation so tragisch macht. Wir haben für 4 Jahre gewartet und bekamen das schlechteste Endprodukt, welches möglich wäre. Ich bin mir wirklich unsicher, ob es eine Möglichkeit gäbe, Dragon Ball GT noch unansehnlicher zu gestalten, als mit hunderten von kleinen Cuts und fast 25% fehlenden Folgen. Dafür ist es zeitgleich die deutscheste Dragon Ball-Geschichte, die es auf dieser Welt gibt. Dieses Stück Geschichte gehört ganz allein uns. Nicht sicher, ob es eine gute Sache ist, aber es ist definitiv eine Sache. Oh, das war ein Video. Wusste ja, dass ich super viele Zeitschriften hier verkaufen musste, weil die meisten Informationen online nicht wirklich dokumentiert sind. Ich weiß es. Und das war eine spaßige Zeit. Wie auch immer, ich bin zufrieden mit dem Video. Und wenn ihr die Show unterstützen wollt, schaut bitte auf Patreon vorbei, damit wir das Ganze sponsorenfrei halten können und ich euch nicht 2 Minuten von irgendeinem VPN erzählen muss. Klingt nach einem Deal, würde ich sagen. Schaut vorbei, dort bekommt ihr Videos auch früher zu sehen und vielen Dank an alle, die neu dabei sind, die werde ich irgendwo bestimmt einblenden oder generell Patreon, jetzt bin ich noch nicht sicher, wie ich es machen will und Dragon Ball GT. Ich habe noch mehr Videos dazu in Planung, das heißt, ursprünglicherweise war es geplant, Aufstieg und Fall von Dragon Ball GT zu machen, allerdings habe ich mich dann bei der ganzen Sache, wie es allein in Deutschland war, verloren und ich denke, wir haben noch ein paar Dragon Ball GT Videos in Arbeit. Es gibt noch einiges darüber zu erzählen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.